Wieder vermeldet Russland Drohnenangriffe, diesmal in hoher Zahl. Und wieder trifft es die russische Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine. Die russischen Behörden sprechen von Schäden in der Stadt selbst und in anderen Orten des Gebiets. Die Flugabwehr habe die meisten Drohnen unschädlich gemacht, so heißt es offiziell. Überprüfen lässt sich dies bislang von unabhängiger Seite nicht. Es gibt keine Ruhe rund um Belgorod. Die russische Grenzregion Belgorod, sie wird in der Nacht zum Mittwoch offenbar Ziel von Drohnenangriffen. Der russische Verteidigungsminister droht. Wir werden weiterhin auf solche Aktionen ukrainischer Militanter umgehend und mit äußerster Härte reagieren. Dabei hatte die Ukraine eine Beteiligung an den Angriffen auf die russische Grenzregion bestritten. Zwei kremlfeindliche russische Freiwilligenmilizen hatten sich dazu bekannt. Allerdings wurde über Stunden auch die strategisch wichtige Krimbrücke geschlossen. Der Statthalter der annektierten Halbinsel spricht auf seinem Telegram-Kanal von Manövern. Bilder starker Rauchentwicklung hatten zu Spekulationen über einen erneuten Anschlag geführt. Bei einem solchen war die 2018 eingeweihte Brücke im vergangenen Oktober stark beschädigt worden. Der Chef der russischen Söldnergruppe warnt davor, die Ukraine werde die Krim angreifen und Bachmut einkreisen. Moskau müsse das Kriegsrecht verhängen und neue Mobilmachungen einleiten. Während der Operation habe ich 50.000 Häftlinge rekrutiert, von denen inzwischen 20%, 10.000 gefallen sind. Ukrainische Soldaten bei Bachmut halten die Schlacht um die Stadt noch nicht für beendet. Sie haben Bachmut zerstört. Sie haben es nicht eingenommen. Ein Teil davon ist eine Grauzone. Und ein Teil des Gebiets, nämlich die Straße von Konstantinivka nach Bachmut, ist ein Kampfgebiet. Wir müssen jetzt nicht in Bachmut kämpfen. Wir müssen es von den Flanken her umzingeln und blockieren. Die Warnung des Söldnerchefs vor einer russischen Niederlage halten sie hier für berechtigt.